Hi. Nein. Ich nutze keine Bugs, ich bin ein Bug. Das hätte ich schon an deinen Fühlern erkennen müssen. Jo. Das ist natürlich völlig richtig. So richtig, dass ich jetzt ein Eis bekomme von dir. Natürlich. Ist das da vorne mein Wohl? Oh ja. Mal, ich muss den Controller mal auseinandernehmen und die Dreiecktasten wieder reparieren. Hey. Klemmt ein bisschen. Deine Mutter. Ist das auch schon aufgefallen, oder? Beim Spülen. Die Dreiecktasten, die klemmt ein bisschen. Mir ist nicht aufgefallen. Doch, die klemmt. Nee. Na denn? Und die Automatik. Das geht so schief. Bist der macht 100 schon. Oh, jetzt geht's gut. Okay, wir wollen jetzt aber verdammt schnell da, kann es sein? Ja. Miep, 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 miep. Miep, 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 miep. Hallo, wohl. Man weiß nicht, oder magst du die rote Fahne nicht mehr auffahren? Nein, no, nein, no, ich folge dem Wule. Okay. Zeig mir, wenn du fertig bist. Ja, danke. Ich möchte dich mal sehen, wie du umdrehst. Hallo, Wule. Servus. Was geht? Oh, einiges. Zum Beispiel? Enten. Viele? Ja. Oh. Oh. Ja, leite klar. Drehst um, boah, das hat sich jetzt ordentlich verhakt hin. So. Müssen nur noch in dieses bescheuerte Feld reinfahren. Das ist bescheuert, wohl es hat einen Abschluss im Feld, Doktorschaft. Im Feld und noch. Ja. Ah, ah. Das ist gratis und dann zurück. Gerade zurück. Komm, Wule. Ja, 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 schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Schaut immer noch gut aus und es dreht sich. Schau. Dreht sich. Oh, schaut gut aus. Ja. Oh, bist du noch? Alter, was ist denn los? Geht das? Ah, jetzt bin ich wieder draußen aus dem Bereich. Einfach gerade zurückfahren. Ja, ja, einfach. Stopp. Und am linken Hinterreifen schießt er von gleich übel drauf. Hat reicht. Und Motorstart. Wartest du mich? Ja, ja, ich fahre noch raus. Ich setz mich dann zu dir, ja. So. Ich muss dann nur noch außer da fahren. So. Ja, vorne auf das feste Stück Boden. Abschleiß drauf. So. Ich schau mal zu meinem Hai. Schauen wir mal, erster Versuch. Ach, leck's mir doch. Jetzt haben wir gesagt, leck's mir doch. Okay.
So, und jetzt? Das Serpentinen! Mal schauen, wo wir da hin müssen. Serpentinen, warte! Da hätten wir vielleicht vorher die Verdeckung. Das wird deine Aufgabe, Bruder. Was haltest du davon? Wir lassen die beiden Kisten da stehen, machen die drei Verdeckungen. Okay. Okay. Abstellen. So, abstellen. Typ C. Bist weg. Nein. Mehr Zweck. Typ C. Mehr Zweck. Hier vor mir ist eine Verdeckung, fahr mal vor Ort. Ist alle unten drin, Bruder. Mhm. Ja. Ich fahr doch voll auf der Klippe zu, das merke ich schon wieder. Und? Jo. Klippe? Nö. Geht. Oh, super. Rockerklippe. Wo ist denn hingefahren? Warte. Das sind zwei Verdeckungen. Fährst du zunächst, oder? Ich fahr jetzt einfach mal die Straße, die ich gefunden habe, entlang. Ich werde wahrscheinlich zur linken, zur unteren Verdeckung fahren. Geh du zur oberen. Okay. Wenn die oben ist, gell, die Verdeckung. Dann fahren wir mal erst mit den Holzabflügen rum. Und so, wir sehen einmal die Serpentinen. Hey, das ist eine betonierte Straße. Das ist die mit den Serpentinen. Sehr gut. So. Hey, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts. Wo ist denn nämlich die obere? Ja, die obere nur mit der Holzaufleger. Oder zumindest fahren wir mit der Holzaufleger mal auf jetzt an den Werkstatt. Wir schauen mal, dass sie da nicht Ops sauft. Ja, da ist die Verdeckung. Die Straße geht gut, die Straße geht gut, muss ich lassen. Gotcha! Gotcha! Motor abstellen. So. Hey, das hat C255. Didi. So, ich fahr jetzt mit dem Holzsauger weiter. Die Strecke führt nicht zur Abdeckung, wie es ausschaut. Doch? Achso, na, das sind die Serpentinen. So. Warte, gib mir noch 5 Minuten. Hol dir weiter den C. Nee, ich fahr mit dem Holz. Da geht's rauf. Die Straße ist wirklich, wirklich eng. Oder? Ja, die war's, aber es geht, ich hab's schon einmal geschafft. Ausholen und drüber und drüber und drüber und drüber. Ich schaff's mit dem Typ C fast über die Kurve. Ich hab's schon einmal mit einem mittleren Holzaufleger geschafft. Das geht. Das ist ein bisschen Übungssache, aber es geht. Was geschafft zur Abdeckung? Ich transportiere mein Holz, mein Holz, Holz, mein Holz, Holz, mein Holz. Ich transportiere mein Holz und mein Ei, Holz. Oh. Hm. Ich kugel, das ist ein Unterschied. Okay. Aber rollt der Kugel nicht da? Deine Mutter rollt. Okay.
Ist die Straße noch gesoffen oder was ist da los? Oh ja. Ha! Ich glaube, wir machen mit einem Holzerflieger den Typ C. Oder so. Nee, noch nicht. So. Motorbremse an, Motor aufstellen, damit ich nicht auf der Straße stehe. Warst du jetzt aufgeregt? Na, da komme ich nicht hin. Okay. Also da ein Fluss entlang, ich hätte einen Fluss entlang, ja, ich fahre jetzt einen Fluss entlang mit dem Holz. Ich bin, ich werde es versuchen. Bis wir eben dort sofort kommen. Wir müssen auftanken auf dem Weg. Ja. Ich würde sagen, ich da, ja, was zum Auftanken bei der betonierten Straße, bei der Furt. Die Serpentine geht nicht vorbei. Doch. Ah, du musst jetzt, wo du bist, über den Fluss drüber, dann kommst du zum Kraftstoff hin und dann kannst du die Serpentine rauffahren. Na, da wo die betonierte Straßen über die Map drüber geht, über den Fluss drüber geht, da werde ich mit deinem Tankfahrzeug hinfahren. Gut, so ist auch. Ja. Bin gerade übrigens auf was Lustiges draufgekommen bei der Karten. Hm? Man kann die Verdeckungen, schau mal. Kriegst du das? Ja. Little fail, aber ja. Mhm. Schon, ja. Gibt's noch ein Fahrzeug unter Verdeckung? Ja, ich weiß es nicht. Den Antyp C da. Kein Abschlagwagen, nix. Mir ist halt eigentlich keiner im Haus stehen, gell? Ja. Ja, das heißt, du müsste, also. Das ist ziemlich neblig. Mhm. Schauen wir jetzt einmal, dass ich irgendwie wieder zum Fluss runterkomme. Oh, da ist eine Klippe. Guter Weg. Oh, super. Bist du rübergefahren? Geht. Ich habe das eine merkwürdige Straße und jetzt haben wir vorher einfach dabei weiter. Du kommst nicht zum Typ C. Nee, nicht, aber den Typ C hole ich mit einem anderen Typ C. Den der Garage steht, oder wie? Na, der steht da, wo diese kleine Insel ist. Also, wenn jetzt bei meinem Auto gerade vor dem Pfeil entlang. Mit welchem von deinen Typ C ist? Den 3420. Fuck. Das ist der mit dem Repair-Dings drauf jetzt. Ja, meine ist ein bisschen abseits der Strecke. Ja, ich werde mit dem. Schande. Zumindest haben wir das Holz dahin gebracht, das müssen wir auftanken und dann ist gut. So, jetzt ja, fast bin ich da. Wie viel Kraftstoff hast du noch? 218. Ich hab 280. Der verbraucht nur 70 Liter auf der Strecke. So, Hauptkraft auf die detonierte. So, ich stelle den nach dem Fluss auf die linke Seite von der Straße hin. Nach dem Fluss, linke Seite. Du bist eben mit dem Tank wahrscheinlich schneller da als ich. Hm? Wenn du einen Tankwagen nimmst, bist du wahrscheinlich schneller da als ich. Ja, okay. Dann werde ich mal da abstellen. So. Ich soll den Tankwagen da wischen. Okay. Oder starten. Du bist einfach gerade durch den Wald durchgefahren, oder wie? Mhm, mehr oder weniger. Ich hab schon geschaut, dass ich halbwegs der Baum ausreicht. Ja, das war's ja schon. So, wer mit dem Tankwagen da noch tanken vorne, ja? Mhm. Schauen wir mal, was dann dabei ist. Passt nix.
500 Liter hat der Tankwagen dabei. Okay, ich soll ich noch zum Kraftstoff oder? Ja, es geht schon, würde ich sagen. Dann kommst du auf 500, ich komme auf 400 Liter circa. Okay. Dann fahr ich runter zu meinem Wagen. Ja. Irgendwo, da müsstest du jetzt sein. Ja. Ich fahre mit dem Tankwagen in der vierten Vollgas runter. Boah! Das geht, das geht. Boah, ich bin gerade gesprungen. So. Dann tanken wir da mal. Okay, ich habe noch 207 Liter. Ich komme dir jetzt entgegen, Alter. Nein, bitte nicht. Wieso? Einfach zur Straße, am Rand oder sowas. Oh, hallo, Alter. So, oder? Ja, genau. Hallo, Mann, hey. Das geht schief. So. Und weg ist. Hallo mein Wohl. Hallo mein Hai. Was du vor? Nein, ich schau zu, wie du bis jetzt bedienen kommst. Okay. Fast in der ersten Automatik. Der erste. Haben wir vor 3 Minuten einen Cut gemacht? Nein. Gut, dann machen wir jetzt an. Servus. Ciao.